Huch, was ist passiert? Liebe Wolke machte sich auf den Weg, und je näher sie dem Reich ihrer Schwester entgegenkam, desto mehr verdunkelte sich der Himmel. Es ist zu dunkel, ich muss mich schon vorantasten. Die schwarze Wolke spürte voller Unbehagen, wie sich ihre weiße Schwester näherte, und machte sich auf einen Angriff bereit. Was will sie hier, diese Verräterin? Ich gebe die Macht über den großen Schlaf nicht auf. Meine Schwester, wie konntest du nur alles Leben in ewigen Schlaf verbannen? Ich bin die Herrscherin und ich werde dich im Kampf niederringen. Eigentlich wollte die liebe Wolke lieber reden, doch bei dieser Drohung machte sie sich bereit zum Kampf und stürmte auf die schwarze Schwester zu, die es ihr gleich tat. Die Wolken kämpften auf Leben und Tod. Niemand weiß, wie der Kampf ausgegangen wäre, hätte es nicht eine seltsame Erscheinung gegeben. Von den ringenden Schwestern begann Wasser zu tropfen und es bildete sich ein starker Regenguss, der alles Leben aufweckte.